Hey, ciao zusammen, willkommen zurück im Raymond in der Abkiste zur nächsten Folge. Stardew Valley. Wow! Folge 115 oder so, ey, Weltklasse. Es läuft ja wie am Schnürli. Nächste Aufnahmesession. Das heisst, ich habe keine Ahnung mehr, was ich in der letzten Session vorgehabt habe, wieso die zwei zum Beispiel da mitnehmen. Wahrscheinlich für Geschenke. Ja, Wasserfrau hat uns beauftragt. Wasserfrau ist so unser moderner Tinder und sagt, Emily ist es. Nimm Emily. Weil dann gibt es irgendeine Session, irgendeine Videosequenz, wo wirklich der Hammer muss sein. Und ich meine, wenn sie uns sagt, wir müssen Emily nehmen, dann sagen wir natürlich nicht nein und legen los. Emily beeinflussen. Machen wir das dann ganz klar und so nicht. Das ist schon mal gut. Der Wahrsager sagt, die Geister sind heute sehr glücklich sogar. Geht der Weg. Morgen hat der Luis noch Geburtstag. Den Kent haben wir eben verpasst. Ja, gehen wir mal raus und schauen, wie es draußen so aussieht. Wir haben ein Brief bekommen. Hi Rainy. Wer sagt denn das? Tschüss. Hi Rainy, danke für die Hilfe mit dem Fisch. Die Natur ist normalerweise gut darin, die Dinge im Gleichgewicht zu halten, aber manchmal können künstliche Faktoren ein Ungleichgewicht verursachen. Ich habe einen Entwurf aus einem Wissenschaftsmagazin beigefügt, der für dich interessant sein könnte. Neues Hashtags-Rezept: Hofrechner. Wie sieht echt so ein Hofrechner aus? Und was macht ein Hofrechner da? Scannt den Hof und zeigt nützliche Informationen an. Ah, ja, genau, das haben wir mal überlegt. He? Zwergengerät, wenn wir zuerst wieder eins finden. Oh, mein Name ist Briefli. Ah, schau mal rum, sag mal etwas. He? Rainy, ich sehne mich gerade wirklich nach einer frischen Aprikose. Ich habe keine im Laden gefunden, also frage ich dich. Ich bezahle dich auch gut dafür. Ja, das nahm er doch gern mit. Frische Frucht, bringt Emily eine Aprikose. Eine mysteriöse Key. Da wäre doch noch etwas Rüben. Wann sind die nochmal fällig Rüben? Das habe ich aber letztes Mal schon angeschaut, ich weiß. Rote Betesaat. Und dann kriegt man Rüben. 10 Rüben, rote Betesaat, wann machst du denn die? Können die Vase? Ist das nicht einfach? Aber irgendwie sehe ich nicht. Im Herbst erst. Okay. Dann müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Hm? Gut, dann legen wir mal los. Oh, wir haben Tier vergessen. Halt, stopp. Rennt nicht fort. Wir müssen euch doch noch Hallo sagen. Oder Muli Vanuli und so. Yeah. Das sind schon herzige Tierli. Oha. Entenfeder! So gut, Mayo. Ja, ich gebe zu. Ich gebe ganz ehrlich zu, die Wasserfrau hat noch eine gute Frage gestellt. Wieso zum Geier? Weil wir so viel Enten und so viel Hühnchen haben, hast du eigentlich nur so viel Mayonnaise-Maschine. Ich muss zugeben, es ist eigentlich eine berechtigte Frage. Ich weiß es nicht. Petting, petting. Noch alle ihre Pedde. Pedde. Du bist erst dran gewesen, oder? Du? Das mache ich. Nehmen wir die noch da rein. Das kennen wir ja schon. Zack. Jetzt nehmen wir die Entenfedern auch mal da rein. So. Und da, Mann, hey, jetzt gehen wir aus dem Weg, ja, alles klar. Da ist ordentlich was gewachsen, das machen wir mal nachher. Moonlight Shadow. So, und jetzt brauchen wir, glaube ich, noch einmal große Ziegenmilch schon abgeben oder eben nicht? Eben nicht. Schauen wir mal, hat es eine? Jawohl, es hat sogar da mehrere. Unheimlich sackstark. Nein, eben nicht. So, zack. Und auffüllen. So, dann haben wir da Käse. Und dann machen wir, jetzt muss ich aufpassen, sonst passiert mir genau wieder ein Zeichen.
tun wir doch die Milch. Und von diesen drei. So. So, dann geht's da oben ab. Und wie sieht's mit diesen Bäumen aus? Die sehen irgendwie so aus, als wären die verkehrt. Sind doch die verkehrt? Irgendwie, weiß ich nicht. Sie sehen zumindest so aus. Sollten die so aussehen? Habe ich irgendwas eigentlich gemacht? Nein, nicht grosse Ziegenmilch trinken. Auf gar keinen Fall. Weil die brauchen wir nämlich. Die können wir nämlich abgeben. Ja, soll ich mir dann nochmal eine Mayonnaise-Maschine machen? Was braucht denn die schon wieder? Ein Kupferbarren, ein Eckstall, 15 Holz, 15 Steine. Oh mein Gott, 2. 15 Holz, machen wir. Da kann man ja draufbleiben. Habe ich noch gar nicht gewusst. Und 15 Steine. Respektive 30. So, dann sollte das jetzt möglich sein. Eigentlich. Machen wir doch gerade 2. So, jetzt könnt ihr mich nochmal reinlassen. Ah, bitte. Tier, bitte mich reinlassen. Okay, danke. Dann stellen wir da noch eine her. Und hat da auch noch. Da hat er keinen Platz. Da auch nicht. Stellen wir noch eine dahinter. So. Dann würde ich doch sagen, habt ihr gesehen, dass ich wäre eigentlich schon ready. Ja dann. Hätten wir vielleicht gleich gar nicht so viel gebraucht. He? Wobei. Haben wir noch ein Ei irgendwo? Nein, jetzt habe ich zu viel Mayonnaise-Maschine. Kann man zu viel Mayonnaise-Maschine haben? Fragezeichen. Ich bezweifle es. Oh, das können wir auch schon. Okay, aber zuerst gehen wir schnell. Zuerst gehen wir da schnell die Sachen ab, die wir nicht brauchen. Das Ziegenmilch gehen wir ab. Aber die grosse, die verkaufen wir. Dann Mayos verkaufen wir. Käse verkaufen wir. Pilzen, die Standardpilzen da. Die verkaufen wir auch. Dann gehen wir da über. Und haut nicht da, sondern da. Haut das mal rein und dann gefrorene Tränen, die nehmen wir mal mit. Und die nehmen wir auch mal mit. Die können wir dann irgendwann mal verbüffeln. Einfach nur da oben liegen lassen, ist eigentlich auch nicht viel. Und dann haben wir, wir brauchen wieder Saatgut. Okay, das Tier, wenn es gerade vorne dran steht, dass man dann das Zeug nicht nutzen kann, das finde ich irgendwie. Das ist irgendwie doof. So. Dann lernen. Pastinaken. Irgendwie wäre es gut, wenn man sich so wie könnte Knechte anstellen. Ja, man muss ja eigentlich anstellen sagen, dass die einem helfen können. Das wäre noch gut. Knobli können wir nicht abgeben. Pastinaken auch nicht, aber Knobli tun wir gleich. Sollen wir da die 4 behalten? Wir mal, tun wir es nachher rein. Das machen wir jetzt ganz schnell. Vielleicht können wir das einmal brauchen. Da oben hat es sicher noch Platz. Tun wir die 4 Knobli rein, die Pastinaken rein und den Rest tun wir verkaufen. Aprikosen haben wir noch keine. Ich frage mich wirklich. Die Bäume da drinnen sehen irgendwie verfallen aus, ne? Sieht das noch so aus? Meine ich das echt nur? Die sehen so richtig zerstört aus. Haben wir dann noch Saatgut? Und was da über tun? Pastinakis haben wir noch. Von dem haben wir auch noch. Pflanzen sie im Frühling oder Sommer und dann die nehmen wir doch auch. Lege 5. Ne. Sie wachsen zu lassen. Können wir dann die? Da einsetzen, ja, das geht. Ne?
So. Da hockt wieder das Huhn. Also irgendwie, ich glaube, ich muss die echt mal einhaken, dass die nicht da aufs Feld läuft. Genau. Aber die gratis Sprinkler, die sind schon einfach Gold wert. Wow. Also nicht gratis Sprinkler, sondern die automatischen Sprinkler. Die sind echt herrlich, muss ich sagen. Dann hängen wir doch die Wege noch dran. Dann haben wir die hier. Können wir nicht beide? Okay. Hängen wir mal die dran. Stecher in den Hüls. Spons. Sind uns echt die Bäume verkehrt? Das wäre mega schade. Ich glaube, der eine war relativ teuer gewesen. Da bin ich falsch. Wir gehen Schille Minen und dann gehen wir da raus. Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Ich habe alles, was ich zum Überleben brauche, in mir. Die Natur spielt... Ja, er sagt, ich mache ein bisschen Gleiche. Wir hätten eigentlich sogar Geld für nochmal einen automatischen Greifer. Aber ist das nicht irgendwie, zieht der nicht bei den... Ist das nicht so, dass der gar nicht funktioniert bei den Enten und Hühnern? Das kann man sich fast nicht vorstellen, oder? Tudu, Pendel, komplett! Wir steuern richtig Gewächshaus, das... Oh, Käsepresse! Trifft sich ja super! Was brauchen wir denn da noch? Ja, irgend so eine Frucht, hä? So. Sogar unsere kleinen Helfer verstopfen uns den Weg. Hey Maru. Danke. Kennst du meinen Vater Dimitrios? Er ist ein Wissenschaftler. Es macht mir eine Menge Spaß, im Labor zu helfen. Ja, der ist mir durchaus ein Begriff, du. Da ist er nämlich gerade. Oh, da unten habe ich auch noch etwas gesehen. Tada! Oh Mann! Es ist an uns abprallt und ins Wasser gefallen. Das hat irgendwie noch gut ausgesehen. Was war das? Ah. Aber hast du noch eine Rettungsaktion offen? Mal, das ist noch die andere Frage. Grüße. Moin. Objektwiederherstellungsdienst, ja genau. Teleport tot im Hof für 20 Gold. Das war eine gute Idee gewesen, dass wir da mal sind. Hast du auch noch. Irgendwie Galaxieschwert. So, das haben wir schon. Boah, das ist Galaxiehammer. 70 bis 90 Schaden. Plus 2 Geschwindigkeit. Das ist eben wieder ein bisschen langsamer. Aber puh, wäre noch krass. He? Weltallstiefel haben wir schon. Explosive Munition. 300 kostet heißes Ding. Das ist noch viel. He? Jetzt gehen wir schnell da rechts rüber. Da hat es auch etwas Gutes. Glaube ich. Das da, was ist das? Ah, Amethyst, ja. Ja, den kennen wir ja doch eigentlich auch schon. Gib uns Glück.
Glück, Glück. Hm, okay. Gehen wir ab in die Mine. Jetzt weiß ich eigentlich gar nicht. Wie tief waren wir denn? Ich weiß nicht mehr so recht, wo. Aber wir gehen zu unterstoben. Glück, 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 Glück. Eigentlich sollten wir uns jetzt voll auf Iridium konzentrieren. Da geht's runter. Den Schattenessenz nehmen wir auch. Omnigeode, ja sowieso. Zeige. Zeige. Oh, da unten hat es mega viel Stein. Wieso macht das? Ja, vielleicht etwas Spezielles? Nein. Es waren einfach nur Steine. Steine, Steine. Oh. Die Pilzen, die wir hier sammeln, sind ja nett, aber. Theoretisch können wir von denen auch schon relativ viel über. So, da haben wir nichts. Mit Glückspilz. Nein, ich kann gar nicht will den Pilz aufnehmen. So. Dum, 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 dum. Spezielle Steinchen. Aber das nimmt zumindest dieser Höhle schon ein bisschen den Drall, sage ich mal, wenn du mal zu unterst angekommen bist und so nicht mehr den Anreiz hast, noch tiefer runterzukommen irgendwie. Nimmt es dem ein bisschen den Reiz. Und nichts drin. Wir hätten natürlich auch noch eine die andere Höhle fahren schnell, aber ich frage mich dort, also was ich in der Zwischenzeit herausgefunden habe, es gibt ja ein Kreisende in dem Sinn und man muss auch nicht man kann auch nicht, sage ich mal, wieso da der Lift mit dem Lift so zwischenspeichern zum Beispiel. Das gibt es dort nicht, habe ich gelernt. Also kann man dort eigentlich einfach in einzelnen Versuchen probieren, so tief wie möglich runterzukommen, aber es ist jetzt nicht so, dass es dort wie da jetzt noch das Ende gibt. Dann können wir da mit den Bomben rüber und dunkle Stiefel, auch nicht schlecht. Aber durch das, dass wir ja schon Weltallstiefel haben. Gibt es etwas Besseres als die Weltallstiefel? Die sind, glaube ich, schon recht oben raus, oder? Vier Verteidigung, vier Geschwindigkeit, das haben wir jetzt, glaube ich, noch nirgends können toppen. Stein oder so wäre noch schön. Es gibt so Steine mit ganz spezieller Verzierung. Die müssen, glaube ich, die müssen, glaube ich, noch echt gut sein. Ja, wir könnten die ja mal. So eine da herkommen. Aber was können wir vorgehen? Aquamarin.
Ah, mit Hüsten haben wir wirklich auch genug. Wahrscheinlich kenne ich da Sachen vor, die mega wertvoll wären, aber das weiss ich einfach. Ah, jetzt sind wir ganz unten. Wo mega wertvoll wären und ich check's einfach nicht. Das wäre natürlich ein bisschen dumm, gebe ich zu. Moment. Müsste ich einfach weghauen, das ist lustig. So, grüne Algen brauchen wir nicht. Dum, dum, dum. Die nehmen wir auch wieder mit. So. Hört mal auf, mich da zu hauen. Ja, irgendwie von dem massiven Glück. Irgendwie. Gut, was natürlich kann sein, das ist eigentlich noch ein guter Tipp. Man soll auch mal in die Höhle gehen, wenn du eben nicht so Glück hast, weil dann hat es eigentlich mehr Feinde. Ich muss sagen, ja, das ergibt eigentlich noch Sinn. Ne? Dann, wenn wir nach die Faser davor kicken. Oder einfach den Lauch essen. Was haben wir jetzt bekommen? Das Smaragd. Finde ich eine gute Idee, dass wir jetzt den Lauch essen. Es ist schon 0.20 Uhr. Oh, Knochenfragmente. Ich glaube, die sollten wir mitnehmen. Haben wir schon so Stiefel? Gut, ich könnte mir eigentlich noch verjuten dann. Ja, komm, Faser. Dann haben wir ja wirklich genug. So, ich sind bereit, sonst kommen wir nicht mehr rechtzeitig heim. Ich werde fängt vernünftig, habt ihr gemerkt? Wahrscheinlich kommen wir schon gar nicht mehr rechtzeitig heim. Kann auch sein. Bushaltestelle. Und geht sofort heim. Dass der Pam den Bus einfach offen lässt, ist auch noch ein heikel, ne? Ran, 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 ran. So, dann alles da rein. Alles da rein. Das Smaragd haben wir auch nicht so schlecht. Ne? Magma-Geode. Pülzens da rein. Stiefel nehmen wir mit rein, die kämen auch noch da rein. Dann gehen wir rein, versorgen die Stiefeletten. So, ja. Ja, und den Rest behalten wir mal auf uns. Das hier können wir nämlich mit denen aufhauen. Käsepresse, Kirschbomben. Die lassen wir uns noch. So! Ab ins Bett, wieder ein Tag rum, ist jetzt nicht der nervenaufreibendste Tag aller Zeiten gewesen. Aber wir haben wieder. Also die Entenbeiner sind der Ziegenkäse, die sind schon. Die sind saftig, die bringen ordentlich Geld. Also, wenn jetzt schnell mir nichts, die nichts, fast 10.000 Gold gemacht. Also von dem her wäre ein zweiter Greifer glaub, wirklich nicht so schlecht. Ich werde das mal ausprobieren. Eigentlich sowieso für. Eigentlich sowieso für die Hühner auch noch. Irgendwie habe ich das Gefühl, das muss doch funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, haben wir schon mal einen auf Reserve, falls wir dann bei der Robin den nächsten grossen Bau machen. Sei es dann für Schwein oder für Hasen, je nachdem. Das finden wir noch. Hey, danke vielmals fürs Dabeisein bei dieser Folge. Willkommen in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß. Ciao, ciao.